Deutsche Identität ist für mich eher ein Gefühl als was Rationales. Natürlich, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich sofort, dass ich nicht 100% deutsch bin, aber es ist ein Gefühl. Mein Name ist Dennis Aogo, ich bin 31 Jahre alt, geboren in Karlsruhe und bin aktuell Profifußballer beim VfB Stuttgart. Meine Mutter ist Deutsche und mein Vater kommt aus Nigeria. Und da sind zwei Fronten aufeinander geprallt, was auch nicht immer einfach ist. Aber ich glaube schon, dass dieser Mix den ganz gut gelungen ist. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, auch Ehrlichkeit, gemixt mit der Lockerheit, mit der Fröhlichkeit der Afrikaner. Also gerade aus der Region, wo mein Vater kommt, gibt es eigentlich zwei, drei wesentliche Dinge. Das ist der Glaube, das ist der Respekt vor älteren Personen und die Lebensfreude, die er auch versucht hat, uns weiterzugeben. Ich bin zum Fußball gekommen durch meinen Vater. Er hat selber in Nigeria in der dritten Liga gespielt und ja, ist bis heute unglaublich fußballverrückt. Und als er natürlich dann mich bekommen hat, glaube ich, hatte ich fast schon keine andere Wahl. Er hat mir immer schon einen Ball hingeschmissen und für ihn war das ein unfassbares Erlebnis zu sehen, wie ich zum Jungprofi heranwachse, sodass ich sagen kann, dass ich ohne ihn und ohne die positive Verrücktheit, die er mit dem Fußball verbindet, ich niemals so weit gekommen wäre. Ich hätte damals für Nigeria spielen können, habe mich aber in Absprache mit meinem Vater dann auch dagegen entschieden, weil ich war bis heute eigentlich nur einmal in Nigeria. Wir hatten damals nicht viele Möglichkeiten, nach Nigeria zu reisen, um uns unsere Roots sozusagen anzuschauen. Dafür war das Geld nicht da und weil ich mich einfach aus tiefstem Herzen deutsch fühle. Im Sport ist es definitiv so, dass wir gemeinschaftlich für etwas kämpfen können, unabhängig von der Kultur, unabhängig von der Religion. Natürlich ist es immer schwierig, wenn du in Ballungsräumen bist, wo die Kulturen teilweise unter sich bleiben, wo sie nicht die Möglichkeit haben, sich zu vermischen, wo sie sich nicht anpassen müssen, wo sie immer in ihrem Kreis bleiben. Und dann fangen ja einfache Probleme an von der Sprache her. Wenn du dich nicht mit anderen unterhältst, die andere Sprachen haben, dann scheitert schon der erste Step der Integration. Und das ist ein Problem, was aber nicht nur wir Deutsche haben. Und ich bin kein Politiker. Ich glaube, dass wir das auch übergreifend von oben angehen müssen. Ich kann nur sagen, dass man offen sein muss für andere Kulturen, dass man sie respektieren muss, weil ohne das Gegenüber zu respektieren und Offenheit zu haben, Interesse zu zeigen an dem neuen Land, an der neuen Sprache, was auch immer, ist Integration einfach sehr, sehr schwierig. Deshalb bin ich absolut der Meinung, dass es auch an jedem selber liegt, wie er sich integriert oder auch nicht. Zum Thema Rassismus im Fußball kann ich nur sagen, dass ich Rassismus in meinen ersten Jahren als Kind auf der Straße erlebt habe, aber im Vereinsfußball, im Profifußball war es definitiv so, dass ich nie Probleme hatte. Aber man darf nicht die Augen verschränken, glaube ich. Wir sind immer noch in einem Prozess, den wir weiterhin gehen müssen. Und deshalb ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, weil nur wenn man darüber spricht, glaube ich, kann man Veränderungen herbeiführen.